Der Finaltag der Amateure, er wird auch in Hessen lange herbeigesehnt und das natürlich mit dem klaren Blick auf das Objekt der Begierde, dem Hessen-Pokal. Pünktlich zum großen Finale dürfen auch die Fans wieder auf die Tribünen zurückkehren. Insgesamt 560 Zuschauer aus Haiger und Wiesbaden sind heute vom Gesundheitsamt zugelassen worden. Und das könnte den Außenseiter aus Steinbach vor diesem Heimfinale nochmal ordentlich pushen. Immerhin ist der Regionalligist Titelverteidiger des Hessen-Pokals. Doch vor einem Jahr hieß der Gegner noch FSV Frankfurt und er spielt bekanntermaßen eine Liga unter dem SVW in Wiesbaden. Die Mannschaft von Rüdiger Rehm geht als klarer Favorit in dieses Endspiel und möchte die Saison nach Platz 6 in der dritten Liga noch mit dem DFB-Pokaleinzug abschließen. Doch der Außenseiter in Rot startet äußerst forsch in dieses Finale. Wir sind noch in den ersten Zügen der Anfangsphase. Paul Stock hat das Auge für den startenden Kevin Lahn und der testet gleich mal Tim Boss. Keine 10 Minuten gespielt, Steinbach versteckt sich hier nicht. Aber auch Wiesbaden zeigt sich gleich mal in der Offensive. Standardsituation von der rechten Seite, Nilsson mit dem Kopf, Latte und der Nachschuss geht dann drüber. Der Pokal scheint Gustav Nilsson zu liegen. Schon im Halbfinale gegen den FSV Frankfurt war er dreimal erfolgreich. Und der Drittligist erhöht jetzt den Druck. Der Ball kommt zu Philipp Tietz, eine Drehung und sofort der Abschluss. Der 23-Jährige wird Wiesbaden hier Richtung Darmstadt 98 verlassen. Der TSV ist darauf bedacht, immer wieder Nadelstiche in der Offensive zu setzen. Hinzu kommen immer wieder schöne Kombinationen, so wie hier. Und am Ende die Kopfballgelegenheit für Sören Eismann. Tim Boss hat bislang mehr zu tun, als er sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Wir nähern uns langsam der Halbzeitpause und befinden uns in der bisher besten Phase von Steinbach. Nächster guter Abschluss. Diesmal von Christian Merz. Rüdiger Rehm merkt, dass seine Mannschaft wieder mehr tun muss. Kurz vor der Pause, super Zuspiel von Wurz in den Lauf von Tietz. Der ist völlig frei vor Paterok. Hanke, überragend. Klasse Rettungsaktion von Philipp Hanke. Der bewahrt sein Team zur Pause vor dem 0:1. Und der zweite Durchgang beginnt mit einer Hiobsbotschaft für Wien Wiesbaden. Gustav Nilsson verletzt sich kurz nach Wiederbeginn und kann nicht mehr weitermachen. Für den Schweden kommt Benedikt Hollerbach neu in die Partie. Und das 20-jährige Nachwuchstalent rückt auch gleich in den Fokus. Hollerbach sucht und findet in der Mitte Philipp Tietz. Paterok mit einer richtig starken Parade. Aber der Druck von Wiesbaden, er wird immer größer. Keine 5 Minuten später, Johannes Wurz mit viel Platz in der Mitte und jetzt ist Paterok machtlos. Eine Stunde lang hält das Steinbacher Abwehrbollwerk und dann reicht Wurz eine einzige Aktion für das 0:1. Und wer vergessen hat, wie eigentlich Torjubel auf der Tribüne aussieht, die Wiesbadener Anhänger machen es vor. Jetzt wird es natürlich eine Herkulesaufgabe für den TSV. Zumal Wien nun richtig Bock hat auf Offensivfußball. Nächstes feines Zuspiel in den Lauf von Tietz. Das muss doch das 2:0 sein. Aber noch fehlt dem 23-Jährigen sein Tor im Abschiedsspiel. Wieder nur eine Minute später, Fehler von Steinbach in der Abwehrkette und jetzt hat Wiesbaden auf einmal ganz viel Platz und Wurz sagt Danke. Doppelschlag von Wien Wiesbaden nach 64 Minuten. Das sind jetzt ganz bittere Momente für den TSV. Auf der anderen Seite ist Ekstase angesagt, dank des Doppelparks von Johannes Wurz. Rund 25 Minuten bleiben Steinbach noch, um hier ein kleines Wunder herbeizuzaubern. Immerhin gibt es mal eine gefährliche Freistoßposition. Vollversammlung im Strafraum der Wiesbadener.
Philipp Handke legt sich den Ball zurecht. Und da fehlt gar nicht mal so viel. Tim Boss wäre machtlos gewesen. Aber insgesamt ist dem Regionalligisten anzumerken, dass die Luft raus ist. Wir springen in die 86. Minute und Wurz macht den Hattrick perfekt. Spätestens jetzt dürfte auch dem größten Optimisten klar sein, heute ist Wiesbaden vor allem im zweiten Durchgang eine Nummer zu groß. Hinzu kommt, dass Johannes Wurz einen überragenden Tag erwischt. Er bleibt heute der Matchwinner, denn kurz danach ist Feierabend. Der SVW in Wiesbaden gewinnt zum dritten Mal unter der Regie von Rüdiger Rehm den Hessenpokal und macht damit den DFB-Pokaleinzug perfekt. Nach einer starken ersten Halbzeit von Steinbach wurde der Druck im zweiten Durchgang immer größer. Am Ende steht ein verdienter, wenn auch vielleicht um ein Tor zu hoher Pokalsieg. All das war nach dem Spiel erstmal Nebensache. Feierstimmung bei Wiesbaden und Rüdiger Rehm. Ja, erstmal sind wir sehr, sehr stolz, dass wir die Situation gemeistert haben. Ja, wir wissen, dass wir Favorit sind im Hessenpokal. Ja, und das ist natürlich immer gern gesehen, wenn der Favorit auch mal stolpert. Ja, aber wir haben jetzt, seit ich da bin, viermal teilgenommen, haben dreimal gewonnen. Ja, und das spricht einfach für die Truppe, dass sie immer wieder es schafft, sich auf den Punkt auch zu motivieren und nicht irgendwo was mit zu leicht angeht. Und jetzt freuen wir uns natürlich, dass wir ihn gewonnen haben und freuen uns auf den DFB-Pokal. Aber es sind keine Selbstläufer, sondern es sind immer brutal schwere Spiele im Hessenpokal. Und dieses Jahr haben wir uns wieder gut durchgesetzt. Es war insgesamt, glaube ich, ein sehr gutes Pokalfinale mit vielen guten Möglichkeiten für beide Mannschaften. Wir haben gerade in den ersten 60 Minuten richtig guten Fußball gespielt, haben leider Gottes vor dem 1-0, 2-0 sehr, sehr unnötig den Ball verloren, sind in Kontersituationen geraten und die hat Wien Wiesbaden eiskalt ausgespielt. Und da sind wir dann leider Gottes auf die Verliererstraße gekommen. Trotzdem haben wir weiterhin alles versucht. Wir hatten kurz vor dem 1-0 noch gute Möglichkeiten, selber in Führung zu gehen. Die Momente haben wir leider verpasst und von daher sehr, sehr schade. Der TSV präsentierte sich als lange ebenbürtiger Finalgegner und darf mit der Silbermedaille nach Hause fahren. Der Pokal hingegen landet heute in Wiesbaden. Herzlichen Glückwunsch und feiert schön!